Hier haben wir dann einen neuen Fall. Da ist jetzt das nicht so, dass hier in Klammern irgendwas mit Alpha Plus steht. Auch steht das Ganze nicht im Bruch. Wir haben es viel schlimmer. Wir haben hier irgendwas mit Plus und mit Minus dran stehen, also Summen. Das Ganze in der Produkt zu bekommen ist etwas schwierig. Aber was wir schon erkennen können, oder hoffentlich erkennen können, hier ist was quadratisch, hier ist was linear, also hoch 1, und hier ist etwas ohne. Und das Ganze gleich 0. Ja, wenn wir uns genau erinnern, müsst ihr uns doch das eigentlich an die x1,2-Formel erinnern. Irgendwas zum Quadrat plus genau das gleiche. Nur steht eben hier eine Cosinus Alpha und hier ein Sinus Alpha. Also irgendwie müssten wir schauen, dass wir dieses Cosinus entweder in einen Sinus umwandeln oder den Sinus in einen Cosinus. Ja, und da hoffe ich einfach mal, dass vielen von euch vielleicht noch eine Formel in den Kopf kommt. Ansonsten in die Formelsammlung gucken. Den Cosinus Quadrat Alpha steckt doch in dieser Formel drin. Und wenn ich das Ganze nach Cosinus Quadrat Alpha auflöse, steht dran 1 minus Sinus Quadrat Alpha. Also ersetze ich dieses Cosinus Quadrat Alpha durch 1 minus Sinus Quadrat Alpha. Vorsicht, dass ich das Minus da vorne vor den kompletten Ersatz schreibe, ja, dass das hier in Klammern steht. Plus 2 Sinus Alpha minus 1 bleibt natürlich gleich. Dann löse ich mir die Klammern auf. Minus 1 und aus Minus Minus wird Plus Sinus Quadrat Alpha, sortiere das bereits zusammen. Hier hinten entsteht natürlich dann ein Minus 2, Minus 1, Minus 1. Und das ist jetzt genau unsere quadratische Gleichung. Wir könnten auch sagen, x² plus 2x minus 2 gleich 0. Heißt, statt nach x1,2 lösen wir halt nach Sinus Alpha 1,2 auf, setzen die passenden Werte dazu ein. Dann erhalten wir einmal ein Sinus Alpha gleich 0,73 oder wir erhalten eben das Sinus Alpha gleich minus 2,73. Wenn ich den linken hier einsetze, erhalte ich Alpha 46,89. Beim Sinus muss ich da immer noch 180 Grad von abziehen, also erhalte ich auch den zweiten Winkel 133,11. Und den zweiten können wir wegklammern. Gibt es nämlich mal einen Taschenrechner ein. Wenn ich das nach dem Alpha auflöse, wird ein Error passieren. Das ist jetzt die zweite Möglichkeit, wie ich, wenn ich so ein Quadrat drin stehen habe, das Ganze nach dem Alpha auflösen kann.